Hast du den Glauben an die Männerwelt verloren? Bist du davon überzeugt, dass es die große Liebe gar nicht mehr gibt? Denkst du, dass du eh wieder nur belogen und betrogen wirst? Hast du vielleicht Angst, dich zu öffnen? Kannst schwer vertrauen? Dann geht es dir so wie ganz, ganz, ganz vielen Frauen da draußen. Und ich sage dir, das liegt an deinem Ego. Dein Ego verhindert, dass du wieder Glück in der Liebe hast. Mein Name ist Simone Aliga. Ich bin Liebescoach, Podcasterin und Autorin und werde dir in diesem Video erklären, was das Ego mit deinem Liebesglück zu tun hat und warum du dein Ego überwinden musst, um endlich wieder ja, Freude, Spaß und auch Zuversicht beim Daten zu bekommen. Du musst dir das Ganze so vorstellen, das Ego ist auf dieser Seite und die Liebe ist auf dieser Seite. Und das ist wie eine Linie. Du hast immer diese zwei Seiten, egal bei welchen Themen du ja agierst. Zum Beispiel gut, böse, hübsch, schön, klein, groß. Du hast immer Polaritäten und immer Gegensätze. Und genau so ist es auch mit dem Ego. Dein Ego ist eine innere Stimme, die dich kritisiert, die dich klein halten will, die man auch ja, mit der Angst gleichsetzen kann. Also ich vergleiche das Ego immer mit dem inneren Kritiker oder mit der Angst, ne? Weil das Ego ganz oft in der Angst spricht oder im inneren Kritiker. Ich werde dir jetzt gleich ganz viele Beispiele geben, damit du das ein bisschen besser verstehst. Auf jeden Fall steht das Ego auf dieser Seite und die Liebe auf dieser Seite. Um letztendlich lieben zu können, musst du dein Ego verlassen, es überwinden, hinter dir lassen, um den Schritt zur Liebe zu gehen. So, das Ego ist etwas, was wir jeder von uns hat, das Ego. Jeder einzelne von uns. Und in ganz vielen gewissen Situationen kommt das Ego manchmal hoch, um uns zu beschützen in allererster Linie. Durch Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gesammelt hast beispielsweise, wird das Ego in bestimmte Richtungen gedrängt. Beispielsweise negative Erfahrungen in der Liebe können dafür sorgen, dass das Ego dir im Laufe der Zeit einredet, gib dem Mann keine Chance, gib deine Nummer nicht raus, vertrau dem nicht, der ist eh nur ein Arschloch. Ne? Dass du dann irgendwie so kleine Stimmen in dir wahrnimmst, die du denkst, also erstmal als deine Gedanken wahrnimmst. Aber es sind eigentlich gar nicht deine Gedanken, es ist das Ego, was zu dir spricht und dich zurückhalten will. Vielleicht auch so Stimmen wie, du bist nicht gut genug, du hast dir diesen Typen nicht verdient, das ist eh nicht der Richtige für dich. Das sind alles Sätze, die vom Ego kommen können. Ne? Und das Ego kann sich im inneren Kritiker ausdrücken, ne? Dich wirklich kritisieren, so nach dem Motto, du bist nicht gut genug, du schaffst das nicht, lass die Finger von dem. Oder halt auch in der Stimme der Angst. Ne? Dass du das weißt, dass das Ego in verschiedenen Stimmen sprechen kann zu dir. Und das Problem ist, wenn du dein Ego so riesig hier stehen hast, als riesigen, dicken Baum, dann kannst du diesen gar nicht überwinden, abbolzen, um zur Liebe zu kommen. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass du dieses Ego so klein wie möglich machst, wirklich so klein wie möglich machst, damit du überhaupt den Weg zur Liebe findest. Du musst dir das vorstellen wie so eine Riesenmauer, die du nicht durchqueren kannst. Ne? Immer wenn dir ein toller Mensch begegnet, der dich vielleicht nach einer Nummer fragt, blockst du ab, willst sie vielleicht gar nicht geben, je nachdem, was dir passiert ist in der Vergangenheit. Oder du bist sehr stürmisch, willst immer irgendwie Menschen kennenlernen, aber achtest gar nicht darauf, wer vor dir ist. Und das sind alles Dinge, die man lernen kann. Das sind alles Glaubenssätze, die in dir hängen, die dir das eintrichtern. Dein Ego, was in dir das Ganze eintrichtert. Und Ziel ist es wirklich, dass du anfängst, deine innere Stimme zu hören. Denn die innere Stimme ist die Stimme der Liebe. Auf der Seite. Das Ego ist die Stimme, die dir ja, die Angst einredet, die Kritik äußert. Und das Ziel ist wirklich, dass du die innere Stimme in dir hörst und nicht nur auf deine Gedanken achtest, also auf die Gedanken, die du als erstmal deine wahrnimmst, die aber vom Ego sind, sondern Ziel ist es, dass du deine innere Stimme, quasi dein Herz hörst, was dir versucht zu sagen, hey, mach das trotzdem, du schaffst das, ich glaube an dich. Und diese Stimme der Liebe ist erstmal sehr, sehr leise, wirklich sehr leise, wenn du noch nicht, wenn du vielleicht schon lange Single bist oder noch nicht Erfolg hattest im Thema Liebe. Aber die Stimme wird immer lauter, wenn du die richtigen Schritte gehst, um dein Ego zu überwinden, um es letztendlich wirklich hinter dir zu lassen. Und das ist keine, ja, das ist eine Achterbahnfahrt manchmal der Gefühle. Ne? Man fängt halt an, daran zu arbeiten, dann geht es ein bisschen tiefer, aber dann wird es wieder höher gehen und so ist es dann die ganze Zeit, bis du das wirklich geschafft hast, zur Liebe zu kommen.
Und natürlich ist es nicht leicht herauszufinden, was man für Glaubenssätze hat. Natürlich ist es nicht leicht herauszufinden, woher diese ganzen Glaubenssätze stammen. Aber dafür gibt es ja auch Menschen wie mich, die mit dir gemeinsam schauen können, okay, was hast du für Glaubenssätze? Woher kommen die? Wie kannst du die am besten überwinden? Weil es gibt keine Anleitung, die ich dir jetzt sagen kann, so, ja, mach jetzt dies und das und dann dies und das. Und danach ist alles super toll. Es gibt keine Zauberei. Aber es gibt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für dich angepasst. Ganz, ganz, ganz bestimmt, wenn ich einmal herausgefunden habe, wer du bist, was du machst, was deine Erfahrungen sind, was, ja, was dein Ego dir vielleicht einredet, damit man diesen Weg gemeinsam gehen kann von heute auf morgen. Und ganz wichtig ist auch immer zu wissen, dass es keiner dieser, ja, pauschalen Anleitungen gibt, das ist das Erste, aber auch das Zweite, dass du dir das wirklich wert sein solltest, ne? Dass du wirklich Lust hast, daran zu arbeiten, an der Liebe. Wir arbeiten an so vielen verschiedenen Sachen, ne? Wir studieren für unseren Job, wir machen eine Ausbildung, Stunden gehen drauf für die berufliche Weiterentwicklung, für die Gesundheit geben wir maßlos viel Geld aus, gehen ins Fitnessstudio, halten uns fit. Und was machst du für die Liebe? Nix. Warten. Und aus Warten kann nichts passieren. Du wartest ja auch nicht darauf, dass dir eine gute Note zufliegt, dass du einen Job bekommst, ohne dich zu bewerben, oder dass dein Körper auf einmal trainiert ist, wenn du dich nicht dafür angestrengt hast, dass du ihn wirklich definierst. Also, das ist halt auch so ein Irrglauben, den muss ich dir leider nehmen. Es wird nicht einfach von heute auf morgen irgendwas passieren, ohne dass du da was fit getan hast aktiv, ne? Und das ist dieses Ego. Das Ego muss überwunden werden. Diese Stimme, diese Kritikerstimme in dir muss überwunden werden, damit du wieder den Glauben an die Liebe hast. Denn Liebe braucht Vertrauen. Liebe braucht Vertrauen. Ohne Vertrauen in die Liebe kann nichts passieren. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, vorgeschädigt bist von der Vergangenheit, du vielleicht noch an deinen Ex denkst oder irgendwelche Situationen passiert sind, die dir wehtun, dann solltest du da wirklich mal draufschauen. Weil wenn du das nicht tust, dann wird die Stimme des Egos immer lauter und lauter und lauter und lauter, weil du nährst quasi die Stimme des Egos durch negative Erfahrungen, durch negative Sätze, die du dir selber sagst. Diese Stimme wird dann immer lauter und die Liebe wird immer kleiner und hat immer, 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 immer weniger Raum, um wirklich wachsen zu können. Und dein Ziel sollte es wirklich sein, dir da irgendwie Hilfe zu nehmen oder erstmal selber wirklich ehrlich drauf zu schauen auf deine Situation und zu gucken, okay, wie laut ist denn diese Stimme des Kritikers in mir? Und wie laut ist die Stimme der Liebe? Und habe ich da wirklich irgendwelche Vertrauensprobleme? Was hängt da noch? Was ist da noch? Und dann solltest du wirklich bereit sein, auch mal Zeit für die Liebe zu investieren. Also ich bin hier wirklich eine Kämpferin für die Liebe, weil ich davon überzeugt bin, dass einfach viel zu wenig Menschen da draußen, viel zu wenig Frauen da draußen sich wirklich aktiv mit der Liebe beschäftigen und wirklich, wirklich, wirklich was dafür tun wollen, dass sie wieder ihre Liebe des Lebens finden können. Und das kannst du, indem du da wirklich Zeit investierst. Ganz einfach, Zeit investierst, wie in allen anderen Dingen, die du tust, ne? Für alles wollen wir irgendwie ein Rezept haben, alles wollen wir lernen, alles wollen wir üben, aber für die Liebe wollen wir keine Zeit verschwenden, ne? Wir denken immer, es passiert einfach so auf Knopfdruck und alles ist easy und super, aber so ist es nicht. Tatsächlich musst du auch in der Liebe gewisse Schritte gehen, damit du diese Stimme des Egos klein halten kannst, damit du letztendlich wirklich deinen Traummann in deinem Leben haben kannst. Ein Beispiel, wo das Ego auch da ist, jetzt außerhalb des Bereichs Liebe, ist zum Beispiel, wenn du einen neuen Job anfängst. Das Ego mag nicht gerne Neues tun. Das Ego mag keine Veränderung. Das Ego möchte dich in deinem Kokon lassen, ne? Dich sicher und behütet in diesem kleinen Kokon lassen. Schön und gut, aber wenn du in diesem kleinen Kokon bleibst, dann wirst du auch niemals das wirkliche Glück erfahren. Du bist ein bisschen abgeschieden, ne? Das Ego hält dich weg und hält dich fern von neuen Erfahrungen, weil da kannst du ja wieder verletzt werden. Und deswegen redet es dir ein, du brauchst keine neuen Erfahrungen, alles ist super, alles ist easy. Aber letztendlich ist das ja gar nicht so. Dadurch wirst du niemals die pure Freude erfahren. Du wirst auch vielleicht viel, viel weniger Niederschläge erfahren, weil du dich nur in diesen einen kleinen Kreis bewegst. Aber ganz ehrlich, was willst du letztendlich im Leben? Ich glaube, jeder von uns will das große Glück, jeder von uns will diese pure Liebe erfahren. Und wenn wir dann einmal vielleicht durch ein kleines Teilchen dieser Niederlage gehen müssen, dann lieber so und dann hoch hinaus, als die ganze Zeit in unserem langweiligen Kokon hocken und uns selber bemitleiden. Ganz ehrlich. Und ein Beispiel jetzt, wenn du einen neuen Job anfängst.
Du hast doch auch am Anfang ultra Angst. Vielleicht redet dir die innere Stimme sogar ein des Kritikers, nicht deine tiefe innere Stimme des Herzens, sondern die des Egos. Was ist, wenn die Kollegen dich nicht mögen? Was ist, wenn der Arbeitsplatz nicht toll ist? Was ist, wenn der Job mir nicht gefällt? Ich habe Angst. Heute ist der erste Tag, da kriegst du sogar Bauchschmerzen. Du redest dir die wildesten Sachen ein, was an diesem ersten Arbeitstag alles passieren kann. Oder weiß ich nicht, wenn du zum Beispiel neu studierst oder keine Ahnung. Immer wenn irgendeine komplett neue Situation auf dich zukommt, bist du erstmal mit völligsten Ängsten genährt. Und was machst du dann einfach, wenn es um den Job geht? Egal, ich gehe da durch. Ich will das, ich habe keine Wahl, ich muss das jetzt machen. Und das ist auch genau das Richtige. Du überwindest da dein Ego. Und das Problem ist, in der Liebe geht das leider nicht so einfach, weil du da wirklich Mauern aufgebaut hast. Und das ist einfach viel komplexer in der Liebe. Aber ich wollte dir mal klar machen, wieso die Stimme des Egos klingen kann. Und dass du das einfach mal auf einem anderen Lebensbereich verstehst, um dann nachvollziehen zu können, okay, wie sieht es denn auch in der Liebe bei dir aus? Und da ist es wirklich dran, Arbeit zu machen. Arbeit an dir, Arbeit in deinem Inneren, Arbeit mit deinem Herzen, Arbeit, um tatsächlich dein Liebesglück zu erfahren. Auch ich habe viel an mir gearbeitet, damit ich mein Liebesglück erhalten kann und damit ich heute natürlich zahlreichen Frauen auf ihrem Lebensweg helfen darf. Aber für mich hat sich das absolut gelohnt. Es hat mir super geholfen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, um jetzt wirklich so vielen zu helfen. Und deswegen melde dich gerne bei mir, schreib mir gerne einfach eine Mail oder geh auf meine Website und ich helfe dir wirklich im 1 zu 1. Wir gucken gemeinsam auf deine Situation, wie ich dir da am besten helfen kann. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, es hat dir geholfen. Gerne kannst du meinen Kanal abonnieren, mir einen Daumen hoch schenken oder vielleicht sogar das Video teilen, wenn du denkst, boah, das könnte meiner Freundin auch echt gut tun. Ich freue mich, wenn ich von dir höre. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.